Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir Adjika her, und zwar ist das eine kaukasische Würzpaste, die zu Fleisch, Geflügel und Fisch sehr gut passt, aber auch zu jedem anderen Gericht. Adjikas werten jedes Menü auf. Sie machen Käsesandwiches aufregend und geben Salatdressings das gewisse Etwas. Sie machen sich gut in Verbindung mit Creme Fraiche, Joghurt oder Mayonnaise, und sowieso sollte Adjika auf keiner Grillparty fehlen. In der georgischen Küche sind Adjikas eine wirkliche Allzweckwürze. In vielen Rezepten wird die Adjika-Gewürzpaste gekocht. Ich stelle sie aber rohköstlich her und werde sie fermentieren. Dadurch wird die leckere Gewürzpaste sogar zu einem probiotischen Lebensmittel, welches unserer Gesundheit auch noch zugute kommt. Wir haben jetzt hier die verschiedenen Zutaten gesehen, die möglichst alle von Bioqualität sein sollten, also Tomaten, Paprika, Knoblauch, Zwiebel, Meerrettich, Ingwer und Chilischoten. Zwiebel, Knoblauch, Meerrettich und Ingwer habe ich jetzt schon geschält. Und dann schneiden wir das Gemüse alles noch in relativ kleine Stücke, damit wir es gut in dem Vitamix pürieren können. Der scharfe Meerrettich ist auch schon in kleine Würfel geschnitten. Der Ingwer wurde geschält. Wir haben jetzt hier die rote Zwiebel verwendet. Die ist nämlich noch sehr viel gesünder als die weiße Zwiebel. Und jetzt werden wir einfach nach und nach von jeder Sorte immer eine Handvoll oder zwei Hände voll in den Vitamix geben und zusammen alles pürieren. Und am Ende wird dann einfach alles vermischt. Natürlich gibt es nicht die eine Adjika, vielmehr gibt es so viele Adjika-Rezepte wie Berge im Kaukasus. Neben regionalen Varianten spielen natürlich auch immer individuelle Vorlieben und alte Familienrezepte eine große Rolle. In meinem Rezept ist jetzt hier die Tomate mengenmäßig am meisten vertreten, und zwar etwa in fünffacher Menge von den anderen Zutaten. Somit wird das Adjika zwar scharf, aber nicht zu scharf, aromatisch, aber keineswegs zu exotisch für die mitteleuropäische Küche. Adjika ist ein absoluter Gewinner unter den Chili-Pasten, und ein Löffel ist selten genug. Wer einmal davon gekostet hat, wird immer mehr wollen. Da wir das Adjika rohköstlich herstellen, kommen die einzelnen Inhaltsstoffe mit ihren heilenden Eigenschaften sehr gut zur Geltung. So sind die scharf schmeckenden und tränentreibenden Senföle aus dem Meerrettich in der Lage, krankmachende Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze in ihre Schranken zu weisen, weshalb der Meerrettich seit Menschengedenken bei Leiden wie Atemwegs- und Harnwegsinfekten eingesetzt wird. Ich habe jetzt zu dieser Paste ziemlich viel von dem Himalaya-Salz hinzugegeben. Dadurch wurde die Gewürzpaste sehr salzig, weshalb sie ihrem Ursprung im Westen Georgiens sehr nahe kommt, denn dort bedeutet Adjika so viel wie Salz. Empfehlen möchte ich allerdings trotzdem, dass ihr das genaue Rezept nachher, welches ich in der Infobox posten werde, genau befolgt, denn wir wollen ja, dass die Paste letztendlich fermentieren wird. Wenn man aber zu viel Salz hinzugibt, dann fermentiert sie eben sehr, sehr spät erst, was jetzt auch nicht unbedingt schlimm ist, denn das Salz konserviert ja trotzdem. Aber die gesunde Fermentation lässt eben sehr lange auf sich warten. Deswegen ist es besser, ihr befolgt das genaue Rezept, damit der Fermentationsvorgang spätestens nach 10 Tagen vollkommen abgeschlossen sein wird. Und danach stellt man diese Gläser einfach in einen dunklen, kühlen Ort, wie zum Beispiel in den Keller. Und das angebrauchte Glas kann man ja dann im Kühlschrank stehen lassen. Der Ingwer ist eine außergewöhnliche Heilpflanze, die Schmerzen und Entzündungen lindert, bei Verdauungsproblemen wie Völlegefühl und auch bei der Reisekrankheit hilft. Überdies sprechen immer mehr Studien dafür, dass die tropische Wurzel bei Arthritis, Multipler Sklerose, Übergewicht und Erkältungen hilfreich sein kann. Vom Knoblauch ist bekannt, dass dieser Blut, Herz und Gefäße gesund hält. Weit weniger bekannt ist jedoch, dass die Knolle als natürliches Antibiotikum bei Harnwegsinfekten helfen und auch bei Erkältungen zum Einsatz kommen kann. Mit der pikanten Gewürzpaste kann man eben jetzt jedes Gericht aufpeppen, sodass einfach jedes Menü damit sehr viel leckerer schmeckt. Ich habe es hier jetzt zum Beispiel für meine Knochenbrühe benutzt. Mein Video zur Herstellung von Lammknochenbrühe kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Damals hatte ich das Salz allerdings schon vor dem Kochvorgang hinzugegeben. Das würde ich allerdings nicht raten, denn salzen sollte man die Knochenbrühe immer erst nach dem Kochvorgang. Und da meine Adjika-Paste sehr salzig wurde, hatte ich dann hier einfach mit der Adjika-Paste meine Knochenbrühe gesalzen und gleichzeitig gewürzt und ungeheuer aufgepeppt. Mit der Adjika als Gewürzpaste darin schmeckt die Knochenbrühe um ein Vielfaches besser. Mein Video zur unglaublichen Gesundheit von Knochenbrühe, das erste Rezept, was ich da so hochgeladen hatte, das finde ich euch hier auch mal. Die Adjika-Paste kann man dann theoretisch auch als Brotaufstrich verwenden. Hier in diesem Fall habe ich sie einfach zu meinen ketogenen Brötchen mit Spiegelei und Käse belegt, gereicht, wodurch diese gesunden ketogenen Brötchen zu einer sehr leckeren Mahlzeit wurden.
Und da rohes, fermentiertes Gemüse lebendige Nahrung ist, die natürliche Enzyme und aktive Milchsäurebakterien enthält, schafft sie, abgesehen von ihrer Aufgabe, jedes Menü aufzupeppen, ein gesundes, ausgewogenes Milieu in unseren Verdauungsorganen und harmonisiert unsere Darmflora, stärkt damit die Abwehrkräfte und trägt zum Schutz vor chronischen Erkrankungen bei. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.